Herzlich willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine unabhängige linke Online-Zeitung, von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von der revolutionären internationalistischen Organisation RIO. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse. Unser heutiges Thema ist Klimakrise, Kapitalismus und Revolution. Wie kann eine revolutionäre Antwort auf die Klimakrise aussehen? Dieser Vortrag wurde im Rahmen des Sommercamps von RIO aufgenommen. Unser Redner ist Andres Garces. Er studiert Politikwissenschaften an der Freien Universität in Berlin. Okay, liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen zu unserem Workshop Klimakrise, Kapitalismus und Revolution war, glaube ich, der Name. Genau, ich würde kurz vorstellen, was ich so vorhabe in meinem Input. Das erste ist aufzuzeigen, wie Klimakrise und Kapitalismus miteinander verbunden sind. Dazu gibt es schon sehr, sehr viel Literatur und Artikel etc. Wir haben auch schon einige Sachen dazu geschrieben und viele andere auch. Und deswegen würde ich da versuchen, so ein bisschen auch darauf einzugehen, wie das konkret heute in die Situation passt, in diesem Jahr mit Wahlkampf etc. Und dann versuchen aufzuzeigen, warum das eben untrennbar verbunden ist und danach so ein bisschen darüber zu diskutieren, okay, was können wir denn damit machen und ein bisschen konkreter vielleicht auch, wie kann es aussehen. So. Aufgrund der Zeit können wir jetzt nicht alles so bei allem so richtig krass in die Tiefe gehen und das ist auch eine Auseinandersetzung, die wir mit euch gemeinsam vertiefen wollen und natürlich auch mit den Leuten, die das sich vielleicht aufgenommen anschauen. Genau, weil es so eine zentrale Frage ist, die uns alle beschäftigt und deswegen ist es nur als ein Punkt der Auseinandersetzung eben gedacht. Und ich werde hier nicht auf die großen physikalischen und naturwissenschaftlichen Fragen eingehen, nur ganz grob, weil erstens bin ich kein Naturwissenschaftler und zweitens, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass es irgendwie den Klimawandel gibt und diese Diskussion müssen wir nicht groß führen und können uns da auf viele Sachen beziehen, die schon produziert wurden. Genau, trotzdem ein paar Fakten. Und zwar ist die Klimakrise für uns ja nicht nur eine Erwärmung des Planeten durch die Treibhausgasemissionen, sondern impliziert auch andere Sachen. Also dieses massive Artensterben, was gerade stattfindet, gemeinsam mit einer Zerstörung von vielen sensiblen Ökosystemen, die Verschmutzung von Gewässern und Böden, ein Anstieg des Meeresspiegels und was auch wichtig ist, dazu sagen, ist, dass diese Krise immer eine soziale Dimension hat. Ne? Also heute zum Beispiel sieht man das im Hochwasser, was wir dieses Jahr hatten, in den Waldbränden im Mittelmeer, in Hungerkatastrophen, wie sie alljährlich stattfinden. So. Und das hat alles eben, zeigt ganz gut diese Verbindung auf zwischen Ökologie und Sozialem. Und das ist aber alles sehr, sehr lange schon bekannt. Und es gibt verschiedene Szenarien, die ich nur ganz grob anreißen will. Und zwar, wenn unsere Emissionen steigen, wie sie heute steigen ungefähr, dann werden wir eine 5 Grad Erwärmung haben bis 2100 im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Wenn die Emissionen gleich bleiben, dann sind es 3 Grad. So. Und wenn wir 2 Grad erreichen wollen, dann müssen Emissionen global drastisch gekürzt werden. Das Szenario ist da so ein bisschen, dass man sagt, man muss drastisch kürzen und trotzdem wird es dann ein bisschen ansteigen und dann wieder ein bisschen im Vergleich ein bisschen absenken. So. Aber die Probleme sind jetzt schon sehr drastisch. Also nicht nur mit so Katastrophen wie die Überschwemmungen, sondern auch, dass zum Beispiel die Produktion von Nahrungsmitteln sinkt in gewissen Bereichen. Das betrifft zum Beispiel in Deutschland jetzt viele Güter, die hierher exportiert werden. Also zum Beispiel Kakaoernten oder sowas sind davon sehr, sehr stark betroffen. Eben durch Dürren zum Beispiel. Beispiel. Und das internationale Panel über den Klimawandel, das IPCC, hat jetzt zum Beispiel in Betracht gezogen, also die erste Nachricht, die so ein bisschen durchging, war, dass jetzt vielleicht das 2-Grad-Ziel auch nicht mehr erreicht wird. Das war so den Alarm, den sie geschlagen haben neulich. Ne? Aber was auch gesagt wurde, ist, dass der Amazonas, der so lange als Lunge des Planeten galt, vielleicht auch gar nicht mehr diese Funktion gerade erfüllt, weil er durch das Waldsterben und durch die Rodungen, die stattfinden, mehr CO2 freisetzt, als er absorbiert.
Ich hatte da so eine Zahl rausgesucht, das war zwischen Mitte 2019 und 2020 in etwa die Größe von Jamaika, die gerodet wurde und verbrannt. Also schon sehr, 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 sehr viel in einem Jahr. Genau. Ja, also ist ganz schön kacke. Das haben auch viele gemerkt. So in Deutschland ist das Thema auch seit ein paar Jahren jetzt sehr, sehr groß angekommen. Und was ich interessant finde, worüber man diskutieren sollte, denke ich, dass es auch in der bürgerlichen Mitte stärker angekommen ist. Also sieht man schon 2019 mit Fridays for Future, hat dann immer breitere Bereiche erreicht. Und ich glaube, diese Entwicklung kann man sehr, sehr gut an den Grünen erkennen. Und zwar, wenn man sich auch die Ökobewegung anschaut, so früher in den 80ern zum Beispiel, war das alles sehr, sehr viel linker. Und heute ist es absolut kein Problem, so gesamtgesellschaftlich sich als ökologisch darzustellen und für einen grünen Kapitalismus zu sein. Und die Grünen verkörpern diese Entwicklung sehr, 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 sehr gut. So. Aber andere Parteien haben dieses Thema auch für sich entdeckt, mit vielen Widersprüchen natürlich. Merkel zum Beispiel hat anerkannt, jetzt nach 16 Jahren nicht genug gemacht zu haben. Laschet hat auch sowas gesagt und davor und danach irgendwie das Gegenteil gesagt und dass man das ja nicht ändern kann, aber genau, aber irgendwie wird es ja schon anerkannt, dass es da ein Problem gibt, so, und das möchte ich gerne ein bisschen darüber reden, warum ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass ein Element sicherlich ist, weil jetzt Wahlkampf ist, so, das dürfen wir nicht vergessen, jetzt stellen irgendwie Leute viele Probleme auf, so, weil sie eben immer noch um Stimmen konkurrieren. So, das ist, glaube ich, der erste ziemlich offensichtliche Punkt. Ne, das zieht einfach gerade viele Stimmen. So, eine Umfrage von Juli zum Beispiel hat gesagt, dass Klima und Corona mit Abstand die Themen sind, die die Leute am meisten interessieren. So, es waren irgendwie 45% und andere Themen waren irgendwie 8-4% oder sowas. Also wirklich die ausschlaggebenden Themen für viele Menschen. Deswegen ist es klar, dass es dann die Parteien irgendwie für sich nutzen wollen. So. Aber ich glaube, der andere Grund, warum Ökologie jetzt zu so einem bürgerlichen Thema geworden ist, in Deutschland insbesondere, in anderen Ländern sieht es nochmal ein bisschen anders aus, ist, weil es tatsächlich reale Projekte vom deutschen Kapital gibt, um sich zu erneuern und um sich global wettbewerbsfähig zu halten und seine Macht so weiterhin erhalten zu können, durchsetzen zu können. So, ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Und da muss man eben Elemente finden oder Möglichkeiten finden, die Zustimmung von Teilen der Bevölkerung zu erhalten. Und gleichzeitig wird das auch als eine Möglichkeit benutzt, international, um auch soziale Angriffe durchzuführen. Also das beste Beispiel, was wir hatten, war so die Gelbwestenbewegung, also die Erhöhung der Spritpreise, einfach um zu sagen, so genau, Ökologie geht uns alle was an und deswegen die Leute, die von dem zerstörten Nahverkehr irgendwie Probleme haben und jetzt mit dem Auto fahren müssen, sind jetzt irgendwie das Problem. So, und ein anderer Punkt, der auch damit durchgesetzt werden muss, eben ist in einer Situation, die global und geopolitisch sehr, sehr instabil ist und wo es sehr, sehr viele Spannungen gibt. Zum Beispiel die wichtigste, glaube ich, Spannung global ist eben gerade zwischen den USA, die historisch in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen im Niedergang sind, und China eben als aufstrebende Macht, und in dem Rahmen entstehen viele Konflikte, die man mal offener, mal weniger offen sieht. Und Deutschland muss sich eben da auch überlegen, was sie eben machen in der Welt. Und eben, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber die Ökologie ist eben auch immer mit einer internationalen Politik verbunden. So, ich nenne dann auch ein paar kleine Beispiele. Genau, das ist alles kein Zufall. Das ist jetzt auf einmal so, das Kapital so interessiert, sich irgendwie als ökologisch darzustellen, obwohl es die Leute sind, die irgendwie seit Jahrhunderten den Planeten verpesten. So, es gibt ja diese Zahl, die oft ja irgendwie so durch, manchmal so in Social Media oder sowas geteilt wird, dass 100 Unternehmen irgendwie 71% Emissionen verursachen oder sowas. Und das ist historisch so, dass immer die großen Unternehmen immer mehr verpestet haben. Das hängt auch sehr, sehr viel, hat auch sehr viel damit zusammengehangen, zum Beispiel die Umweltkosten, zum Beispiel in einem Land verursacht wurden, danach nach außen in abhängige Länder und unterdrückte Länder outzusourcen, so gesagt. Das große Stichwort, was ich glaube, hier für uns wichtig ist, ist eben der Strukturwandel. Das geht schon seit einigen Jahren irgendwie durch
gibt es viele Diskussionen darüber. Keine Ahnung, Peter Altmaier, Wirtschaftsminister, hatte da einige Projekte vorgestellt. Und an sich das große Problem, was das deutsche Kapital in vielen Teilen sieht, ist zu sagen, wir hängen ein bisschen hinterher. Also zum Beispiel Deutschland war früher Top 3 in Rüstungsexporten und ist jetzt Top 4 nach China. Deutschland war 2019 immer noch der Exportweltmeister im Maschinenbausektor und ist jetzt Nummer 2 nach China. Und genau, es ist so ein bisschen die Angst da, ein bisschen abgehängt zu werden. Und einer der Gründe ist eben Digitalisierung und zum Beispiel E-Mobilität. Das ist auch immer ein nerdiges Stichwort, was man öfter sieht in Nachrichten und so weiter. Und der reale Grund ist tatsächlich, denken wir an die VW-Abgasskandale, genau, deutsche Unternehmen wollen ein bisschen mehr in den Punkten nachlegen und so mit diesem ökologischen Anschein so sich mehr Marktanteile sichern. So. Genau. Und das hat aber wiederum auch eine soziale Dimension in Deutschland. Das heißt, was ungefähr geschätzt wird, ist der Abbau von 400.000 Arbeitsplätzen, so grob im Industriesektor, in den nächsten Jahrzehnten, genau. Momentan wird das alles größtenteils durchgesetzt durch den Arbeitsplatzabbau. Das heißt, Leute gehen in Rente und danach wird diese Stelle einfach nicht neu besetzt. So, aber es gibt auch schon Massenentlassungen, die stattfinden oder irgendwie Leuten wird ein Arbeitsplatz woanders angeboten. Da müssen sie dann halt ein paar hundert Kilometer wegziehen. Genau, und andererseits entstehen zwar schon neue Arbeitsplätze, aber wohl im geringeren Maße. Das ist nicht so ganz abzusehen, aber nur ein Beispiel, diese Tesla-Fabrik, diese Gigafactory, die jetzt irgendwie 500.000 Autos im Jahr produzieren soll, hat nur ungefähr 8.000 Beschäftigte direkt. Natürlich indirekt vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber genau, man steht irgendwie langfristig vor diesem Problem, dass wenige Arbeitsplätze gefragt sind in diesem Bereich, so in diesen Industrien. Und die sind halt eben gerade noch so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und die wollen das in gewisser Weise auch so erhalten. Und für diese grüneren Projekte werden aber auch wiederum Rohstoffe verwendet. So, also, und für die muss eben die Natur ausgebeutet werden. Zum Beispiel ein E-Auto braucht für die Produktion Rohstoffe. Und wenn man das hochrechnet, was die Emissionen sind, um diese Rohstoffe zu holen und zu verwerten und so weiter, wird ungefähr berechnet, es gibt verschiedene Studien dazu, aber dass es erst nach 50 oder 100.000 Kilometern tatsächlich weniger Emissionen produziert als ein Verbrennerauto. Genau, und dann ist auch die Frage, was für Rohstoffe das sind. Zum Beispiel, was in den letzten Jahren auch mehr diskutiert wurde, ist zum Beispiel das Lithium, wo irgendwie 70 oder 80% der Vorkommen im südlichen Südamerika liegen. Und genau, der Abbau kostet eben sehr, sehr viel Wasser, was auch wiederum ein ökologisches Problem ist. So. Genau, so jemand wie Elon Musk, ne, Tesla-Besitzer, der weiß das alles, der hat gemeinsam, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der war ja mit Laschet bei der Fabrik. Und dann, als er irgendwie gefragt wurde, ja, wie macht es das in der Gegend, wo es irgendwie fast jedes Jahr Waldbrände gibt, jetzt, dass ihr so viel Wasser verbraucht für eine Fabrik? Und hat er die Leute einfach ausgelacht und gesagt, ja, schau mal, es hat doch voll viel geregnet dieses Jahr oder so. Genau, aber der weiß, dass es ein bisschen komplizierter ist als das. Und ein ziemlich gutes Beispiel ist in Bolivien 2019, als es den Putsch gab von der extremen Rechten mit Unterstützung eben der imperialistischen Mächte, die sich auch ganz offen dafür positioniert haben teilweise, hat er auf Twitter so geschrieben, als er angesprochen wurde darauf, ja, es gab ja irgendwie Lithiumvorkommen, die abgebaut werden sollten, unter anderem von einer deutschen Firma. Und dann, als dieses Projekt irgendwie gecancelt wurde, kam sofort dieser Putsch. Und er hat dann offen tatsächlich auf Twitter gesagt, er hat den Tweet danach gelöscht, er hat gesagt, ja, wir putschen, wen wir wollen. So. Also der scheißt sich da nichts. Und das ist ziemlich klar, dass dieses Projekt was viel mit so einem ökologischen Diskurs verbunden ist, ne, kein emissionsfreie Autos, dass das einfach auch eine imperialistische Komponente hat, so eng damit verbunden ist oder ein Teil davon ist, so gesagt. Genau. Das ist nur ein einfaches Beispiel, weil dieser E-Auto-Hype gerade sehr, sehr groß ist. So, ein Beispiel aus dem grünen Wahlprogramm. Die Grünen wollen tatsächlich subventionieren, dass Leute die finanziellen Möglichkeiten haben, um sich emissionsfreie Fahrzeuge zu kaufen. Das heißt, du kriegst Geld, um den E-Auto zu kaufen. Und das ist dann Teil von so einem ökologischen Wahlprogramm. So, ziemlich absurd. Genau, es geht aber noch viel tiefer. Das ist nur ein Beispiel. Tiefer könnte man zum Beispiel die seltenen Erden nennen, die zum Beispiel für Windkraftwerke gebraucht werden und für den Abbau werden irgendwelche radioaktiven Stoffe freigesetzt und sowas. Es ist ein
ziemliches kompliziertes Feld von dieser Rohstoffpolitik. Und genau, diese Rohstoffpolitik ändert sich eben gerade mit diesem Strukturwandel und Deutschland will eben, muss sich da diese Rohstoffketten sichern. Genau. Die bürgerliche Politik, ich habe dieses Beispiel von den E-Autos und den Grünen genannt, die ignorieren das alles, offensichtlich aus Interessen. Und das Zentrale, was im Mittelpunkt gestellt wird, ist die Emissionssenkung. Die Grünen zum Beispiel meinen, dass man zum Ausgleich, weil es irgendwie Preiserhöhungen geben wird, wenn der CO2-Preis steigt, also genau, die CO2-Steuer, dann wollen sie so ein Energiegeld anbieten, was dann wieder die individuellen BürgerInnen belastet in Form von Pauschalen und eben dieses Beispiel, dass sie zum Beispiel emissionsfreie Fahrzeuge, so einen Fonds dafür einrichten wollen. Genau, das zu glauben, dass das funktioniert, ist meiner Meinung nach ziemlich utopisch, dass es irgendwie was Reales bewirkt. Erstens gibt es gar keine Garantie, dass es überhaupt durchgesetzt wird. Das heißt, also keine Ahnung, man wählt irgendwie eine Partei, die macht dann irgendwie eine Koalition und wenn die dann mit ihren Forderungen nicht, also die nicht durchsetzt, dann gut, dann wählst du halt 4 Jahre später was anderes, aber das war es dann auch. Du hast gar keine Garantie in dieser Form der bürgerlichen Demokratie. So. Der andere Punkt ist, dass offensichtlicherweise auch eine Partei, ne, die sehr eng mit der Automobilindustrie verbunden ist, zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo sie auch in der Regierung ist, die Konsumentinnen eben die Kosten tragen werden und die Arbeiterinnen und eben nicht die Großkonzerne, die auch Geld mit dieser Verpestung machen. Also VW als bestes Beispiel. Genau, und der andere wichtige Punkt bei dieser ganzen Debatte, also ich hänge mich sehr an den Grünen auf gerade, weil sie einfach das sehr, sehr gut verkörpern. Die anderen Parteien sind natürlich auch Teil von diesem Spektrum so. Aber wie das finanziert werden soll, wird auch nicht groß gesagt. Es wird gesagt, 50 Milliarden in den sozial-ökologischen Umbau. Und dann hat zum Beispiel Habeck, der hatte vor einigen Monaten eine gemeinsame Stellungnahme mit Hoffmann, dem Chef vom DGB, wo sie gesagt haben, genau, wir wollen diese ganzen soziale Kosten erhöhen und das wollen wir bezahlen durch Kredite, weil die Zinsen gerade so niedrig sind. So. Das heißt, der Gedanke ist, es geht dann irgendwie auf, weil dann haben die Leute mehr Geld und dann konsumieren sie mehr und dann zahlen sie irgendwie mehr in die Kassen ein und so löst sich das dann irgendwie, aber das sind unglaublich hohe Kosten und offensichtlich wird das dann irgendwer irgendwie bezahlen müssen und natürlich wird es, wenn es nach Ihnen geht, natürlich werden wir das sein. So, genau. Und das Problem, was ich glaube, dass daran ist, wenn man das klimatechnisch denkt, ne, dieser Sozialaspekt ist eng damit verbunden, aber dass viele Sachen einfach überhaupt nicht angesprochen werden. Also zum Beispiel die Rüstungsindustrie, die global viel mehr verbraucht als viele, viele Länder zusammen. Das sind 270 Milliarden Tonnen CO2 oder so, nur dieser Zweig der Industrie. Genau, das wird nicht angesprochen. So. Und deswegen möchte ich einen kurzen Exkurs machen, warum eben dieses Beispiel so gut verkörpert oder das Beispiel der Grünen und der Politik, die sie vorschlagen, warum eben im Kapitalismus diese Klimafrage nicht zu lösen ist. Und zwar, jetzt stark verkürzt, beruht die kapitalistische Produktionsweise auf ein paar Sachen. Einerseits eben die Ausbeutung von unbezahlter Mehrarbeit von ArbeiterInnen in Form von Lohnarbeit. So, das hat sich in den letzten Jahrzehnten auch viel mehr vertieft. Also es gibt viel mehr Leute, die in diesen Arbeitsverhältnissen leben. Früher war das noch eine Minderheit global gesehen, heute nicht mehr. Dann auch möglich machen, dass diese Arbeit existieren kann. Das heißt, das Pflegen, das Erziehen und so weiter, auch essentiell Teil davon. Und der andere Aspekt, die Verwendung der Natur als Quelle von Ressourcen. So. Und diese werden dann mit Arbeit irgendwie verwertbar gemacht und weiterproduziert und so weiter. Das heißt, wir können uns den Kapitalismus und auch andere Gesellschaftsformen so als so einen Fluss von Materie vorstellen. Also man hat irgendwie einen Rohstoff, so zum Beispiel ein Erz, dann nimmt man das aus der Erde, man braucht ja dafür Arbeit und dann verwertet man das weiter mit Arbeit oder man nimmt irgendwelche Nahrungsmittel aus der Erde und so weiter und es entsteht dann so ein Stoffkreislauf, aber dieser Stoffkreislauf es geht nicht alles wieder zurück, wo es war, sondern im Kapitalismus kommt es dann zum Beispiel woanders hin. Also du hast zum Beispiel nicht mehr wie in der Subsistenzwirtschaft, die Leute leben an einem Ort, mehr oder weniger, sondern du nimmst halt irgendwie massenweise irgendwelches Zeug und schiffst es dann um die ganze Welt und dann entstehen halt irgendwie in manchen Orten sehr, sehr viele Abfälle und an manchen Orten entstehen irgendwie Böden, die gar keine Nährstoffe mehr drin haben, so. Und das hat sich
global eben auch verstärkt in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen ist es so ein tiefes Problem. Also es hängt mit dem Stoffwechsel zusammen, den der Kapitalismus auf der ganzen Welt hat. Und dass es so ist, ist nicht irgendwie die Bosheit von einzelnen Leuten. Also man kann sich natürlich an Monsanto und solchen Unternehmen aufhängen, die das Schlimmste davon verkörpern, so. Aber das Eigentliche ist der Profitzwang, hinter dem sie stehen. So, also, dass es irgendwie die Konkurrenz gibt und dass man immer effizienter produzieren muss, um sich Marktanteile zu sichern und Waren billiger zu bekommen. Und Arbeitskraft auch dazu, zählt natürlich auch dazu. Und genau, so zu wachsen. Und genau, auch ein Beispiel, warum das so schwierig ist, das in so einem bürgerlichen Rahmen zu lösen, was bei den Emissionen immer sehr, sehr viel drauf geschaut wird, was auch richtig ist, ist zum Beispiel diese fossilen Energien. Und die sind halt einfach sehr rentabel. Es gibt zum Beispiel einen Autor, der vor ein paar Jahren verstorben ist, Elmar Altvater, der hat zum Beispiel 2015 hat er das geschrieben, dass zum Einhalten vom 2-Grad-Ziel man 30% der heute bekannten Ölreserven, 50% der Erdgasreserven und 80% der Kohlereserven unbenutzt lassen müsste. Das wären 1500 Gigatonnen Treibhausemissionen, die man verhindern müsste. Und das würde, er machte eine sehr optimistische Rechnung, also mit einem sehr niedrigen Preis, würde das 22.000 Milliarden Dollar sein, die man nicht verwerten könnte. Also Leute, die diese Reserven haben, könnten dann mit diesen 22.000 Milliarden eben kein Geld machen. Das heißt, es ist so viel Geld, das war zu dem Zeitpunkt fast zweimal das BIP der USA, das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, es ist einfach scheiß viel Geld, so, und Leute profitieren in einem Maße, was wir uns kaum vorstellen können, so mit unseren, keine Ahnung, 59 Mindestlohn oder ein bisschen mehr, so, das ist unvorstellbare Zahlen. Und diese Leute haben eben Interessen, die sie versuchen durchzusetzen. So, deswegen ist es ein viel, viel tieferes Problem, als einfach nur da ein bisschen den Preis erhöhen oder sowas. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie tief diese Verstrickungen sind und was die Politik so vorschlägt, dann könnte man mit dem Beispiel der Grünen sagen, man wünscht sich so eine grüne Insel in so einem kaputten Planeten, weil das wird langfristig nicht so viel lösen, aber man will ja schon irgendwelche paar Sachen machen, aber das ist doch irgendwie global so, und wie passt das zusammen? Genau, das ist einfach das, man vertritt die Interessen von einer gewissen Klasse in diesem Land, die will das ein bisschen netter haben, aber gar nicht das Problem an der Wurzel anpacken, weil das nicht in ihrem Interesse ist. So, und das sagen manche Leute mehr oder weniger offen. Ich habe da so ein Zitat von den 90ern, also es gibt sehr, sehr viele, aber ich glaube, das ist sehr, 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 sehr gut. Lawrence Summers, der war Direktor des Wirtschaftsrats der USA unter Obama, der war auch Präsident von Harvard und Manager von einem Hedgefonds, also großes, also Berater vom Großkapital so gesagt, und der war auch Chefökonom der Weltbank. Und als er das gesagt hat, als er dort Chefökonom war, hat er in einem geleakten Memo gesagt, ich übersetze es jetzt kurz und paraphrasiere, sollten wir nicht die schmutzigen Industrien in unterentwickelte Länder schicken? So. Und das Argument war, je geringer die Löhne sind und die Lebenshaltungskosten, desto geringer sind ja auch die Schäden. Weil wenn du weniger verdienst und der Preis in einem Land billiger ist, dann kostet ja die Behandlung, wenn du irgendwelche Atemwegskrankheiten hast oder sowas, kostet das weniger. So. Also aus einer kapitalistischen Logik sinnvoll, aber halt einfach pervers, sowas zu sagen. So. Genau. Und dann hat er auch gesagt, dass Länder in Afrika unterverschmutzt sind. Was soll das überhaupt heißen? Genau, und das deswegen ja, weil in den USA die Luft schon so schlecht ist, dann muss man das ja irgendwie auslagern. Und genau, das sieht man in der Realität mittlerweile mehr, ne? Also in den 90ern, auch Globalisierung hat sich sehr, sehr viel vertieft seit dieser Zeit. Und zum Beispiel in Ostasien sind mehrere hunderte Millionen Leute in die Städte gezogen, um in Industrien zu arbeiten. So, also ein riesiger Wachstum vom Industrieproletariat in diesen Jahrzehnten. Und das verdeutlicht ganz gut diesen Prozess. So. Und wenn das jetzt eine Aussage war, stellt euch, wie viele existieren, von denen wir überhaupt nichts wissen. Also es war ein geleaktes Memo. So. Genau. Kann man viele Beispiele nennen, aber der Punkt ist, Natur und Güter und Menschen sind im Kapitalismus nur Sachen, die Wert produzieren. Und das gilt sowohl für grüne Kapitalistinnen als auch für graue Kapitalistinnen, so nennt man die ne, so eher an fossilen Energien und so weiter hängen. Und diese kurzfristige Rationalität
führt auch zu ganz vielen anderen Sachen, zum Beispiel, dass es irgendwie besser ist, ist die Stichwort programmierte Obsoleszenz, also dass Sachen nach, dass dein iPhone nach einem Jahr nicht mehr geht, damit du dir Neues kaufst, zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel für, wie Kapitalismus funktioniert. Genau. Also alles ganz schön scheiße. Ne? Und da kann man jetzt verschiedene Schlussfolgerungen draus ziehen und ich möchte grob anreißen, was so für Schlussfolgerungen vielleicht existieren und was wir vorschlagen. So. Die erste, die man leider oft sieht, ist so kapitulieren. Also man sagt, okay, das ist so und dann das Beste, was man daraus ziehen kann, ist, man setzt irgendwie die eine Reform durch oder die andere und man hofft irgendwie auf so, dass die Kapitalisten vielleicht doch nicht so schlecht sind und einem irgendwie wohlgesonnen sein könnten. So, das ist auch so ein bisschen der Weg, den Leute haben, die auf diese ganzen Klimakonferenzen hoffen, keine Ahnung, Kyoto, Paris und so weiter und es bewegt sich einfach nichts und ja, aber irgendwie meint man es doch gut, so bla. Der zweite auch eng damit verbunden ist, man weicht den Kampf so aus und da zum Beispiel in gewisser Weise flieht man vor dem Problem, man baut sich irgendwie ein kleines ökologisches Projekt auf, man meint es ja ganz gut. Auch Sachen, sicherlich will ich gar nicht irgendwie schlecht reden, so ist wichtig, aber das denkt eher an das Individuum, wie das Individuum ökologischer leben kann und genau, also Tesla hört deswegen nicht auf. So. Genau. Ähnlich, aber ein bisschen anders, dieses Stichwort Green New Deal, das war in den letzten Jahren ziemlich groß, so. Der Gedanke dort ist, man hofft durch viele staatliche Investitionen auch in die Unternehmen, die selber die Umwelt mit verschmutzt haben, in sehr, sehr großem Maße, so einen Kompromiss zu schaffen zwischen den ArbeiterInnen, den KonsumentInnen und eben den Unternehmen. Das klingt nett, aber das funktioniert meiner Meinung nach nur in Ländern, die eh schon krasse Überschüsse haben durch Imperialismus. Und selbst da ist es sehr, sehr zweifelhaft, wie das funktionieren kann. Also in einem Land, was aktuell im Kapitalismus vom Rohstoffexport also lebt und sonst irgendwie nicht viel hat, funktioniert das einfach nicht. So, das heißt, international keine Lösung. Genau, der nächste Weg, das ist unserer, der Kampf, den Kapitalismus zu stürzen, und zwar international, weil es sonst nicht läuft. Meiner Meinung nach der einzige Weg, der es irgendwie wert ist. Und deswegen auch wichtig, weil wir im Wahlkampf sind, hier über geringere Übel nachzudenken, so wäre einfach absurd, weil im Wahlkampf zum Beispiel, klar macht das einen Unterschied für dich als Individuum, ob du jetzt irgendwie 2 Euro oder 3 Euro für dein Bahnticket zahlst oder so, oder ob jetzt die eine Autobahn nicht gebaut wird und dafür dieser Wald nicht gerodet wird oder sowas. Klar, es macht einen Unterschied, aber das ist so ein Tropfen auf einem heißen Stein, und zwar ein sehr, sehr kleiner Tropfen auf einem sehr, sehr großen und sehr, sehr heißen Stein, und muss man sich überlegen, ob man das tatsächlich als Perspektive irgendwie dafür kämpfen will, so. Genau. Und deswegen, wenn wir sagen, wir wollen diesen Weg gehen, so müssen wir über die Hürden nachdenken und wie wir die überwinden können. So. Offensichtlichste Hürde ist, wen bekämpft man? Da gibt es in der Linken schon relativ viel Einigkeit darüber, würde ich sagen. Und zwar die Staaten und die Konzerne. Die Frage in der Linken, die oft offen bleibt, ist wie. Genau. Und damit verbunden, die schwierigere Frage ist, wer bekämpft, also die Frage vom Subjekt von diesem Kampf. So. Da gibt es auch verschiedene Ansätze und es gibt auch verschiedene Kämpfe, die stattfinden und die man auch anerkennen muss. Also zum Beispiel viele Studis und SchülerInnen wie in Fridays for Future haben sich mobilisiert. In vielen Teilen der Welt auch Kleinbauern, Kleinbäuerinnen und Indigene, wichtige Kämpfe, die geführt werden. So. Aber momentan, glaube ich, die größte Schwäche ist eben, dass die Arbeiterklasse, die, wie gesagt, die große Mehrheit auf der Welt ist, als politische Kraft mit einem revolutionären und mit einem ökologischen Anspruch noch nicht so zu sehen ist. So, bis auf kleine Beispiele. Und ich glaube, das ist notwendig, nicht nur eben, weil wir die Mehrheit sind, sondern weil die Wirtschaft in großem Teil auf der Arbeiterklasse beruht. Insbesondere jetzt seit der Globalisierung noch mehr und weil wir sie eben für so ein Projekt, für ein ökologisches Projekt gewinnen müssen, auch weil ne, die Zeit sehr, sehr knapp ist und es uns ja darum geht, die Produktion, die Reproduktion und die Verteilung und den Konsum eben alles umzustellen auf die Bedürfnisse des Menschen und der Natur. Das heißt, es geht nicht ohne die Leute, die produzieren, verteilen etc. So.
Genau. Und ich glaube, was da noch wichtig ist, auch in Debatte mit vielen anderen Linken, ist, wie sollen diese Bedürfnisse tatsächlich umgesetzt werden? Wie soll das erfüllt werden? Ich glaube, das ist nur möglich, wenn eben diese Massen, die da arbeiten, beteiligt sind an den Entscheidungen. So. Also heute entscheidet das Kapital, was produziert wird und wie das produziert wird. Früher in der Sowjetunion, in anderen bürokratischen Arbeiterstaaten hat das eben ein Bürokrat entschieden, aber mit eigenen Interessen. Also je mehr du produziert hast, desto mehr Anteile hast du bekommen, etc. Oder hast du dich individuell bereichern können. Genau, das heißt, die Frage, was und wie produziert wird, kann sich ökologisch nur mit einer Rätedemokratie lösen, wo wir alle entscheiden, was wir herstellen, wie viel wir herstellen, etc. So. Ein paar Beispiele würde ich nennen, was man machen könnte, ganz schnell. Und zwar in einem internationalen Sozialismus würden viele Sachen wegfallen, die sehr, sehr viele Emissionen produzieren. Rüstungsindustrie als ein sehr gutes Beispiel. Luxusautos zum Beispiel braucht kein Mensch. Kann man sofort wegmachen. Der Individualverkehr perspektivisch langfristig, ne? Also dass wir alle einen kollektiven Verkehr haben. Die Werbeindustrie zum Beispiel produziert sehr, sehr viele Emissionen, aber es eigentlich produziert gar keine Gebrauchswerte, sondern nur versucht ja nur Sachen zu verkaufen, so würde auch wegfallen. Diese programmierte Obsoleszenz, die ich angesprochen habe, dann könnte man Güter produzieren, die einfach länger halten, so. Gewisse Verpackungen können sicher wegfallen oder zum Beispiel die Überschüsse an Nahrungsmitteln, die es gibt, die dann weggeschmissen werden, obwohl irgendwie Leute hungern, so. Das kann man alles relativ einfach lösen, wenn man rational rangehen würde an die Sache, so. Man müsste aber andererseits wiederum Sachen verstärken, also Recycling zum Beispiel und solche Technologien in bessere Landwirtschaft, Gesundheit, Forschung, Bildung, Wohnen etc. Da müsste man wiederum, glaube ich, in gewissen Bereichen mehr Arbeit reinstecken. So. Das heißt, in manchen Bereichen würde irgendwie weniger Arbeit notwendig sein, in anderen mehr. Das hängt aber auch von der Dauer vom Prozess ab. Das heißt, je früher wir das durchsetzen, desto, also es wird, also von Jahr zu Jahr wird sich das ja ein bisschen ändern, wenn die Emissionen weiter steigen. So, das ist schon eine Frage der Zeit. So, genau. Das klingt alles super, aber das klingt auch erstmal utopisch, so ein bisschen, ne? Oder ein bisschen weit weg. Deswegen möchte ich ein paar Punkte zum Schluss sagen, wie wir da hinkommen. Also Probleme, keine Ahnung, offensichtlich, lauter Spaltungen, die existieren. Illusionen, Unterdrückungsformen, Rassismus, Sexismus, andere Unterdrückungsformen eben viele Sachen, die ArbeiterInnen bremsen in der Möglichkeit tatsächlich gemeinsam als politisches Subjekt zu kämpfen. So. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass es in unserem Gesamtinteresse ist, weil wir eben nicht wie irgendwelche Bonzen sich irgendwie eine Privatinsel kaufen können oder auch gar kein Interesse haben, wenn jetzt irgendwie Europa mehr abgeschottet wird oder sowas, ist einfach nicht in unserem Interesse. So. Aber das Problem dabei ist, dass es vielleicht schon manchmal in einem direkten Interesse vermeintlich sein kann, nicht ökologisch zu sein. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, so in mehreren Ländern gibt es das, dass zum Beispiel die Gewerkschaft der Kohlearbeiter sich oft antiökologisch auftritt. So. Und das aus dem vermeintlichen Interesse, die Arbeitsplätze zu sichern. So. Aber diese Arbeitsplätze werden ja langfristig auch wegfallen oder die Arbeiterinnen werden trotzdem Gesundheitsschäden haben und so weiter. Und was dort halt zählt, ist, dass die Führungen, diese Bürokratien in den Gewerkschaften, ein Interesse daran haben, dass das aufrechterhalten wird. Weil klar, wenn das irgendwie anders ist, dann wer zahlt dann die Mitgliedsbeiträge und gibt denen ihr Geld? Und was eigentlich in dem Interesse auch dieser Arbeiterinnen ist, ist auch eine ökologische Wirtschaft zu haben. So. Aber dafür müsste man ja irgendwie alles auf den Kopf stellen. Und genau, das heißt, man müsste so eine Brücke spannen zwischen den direkten Forderungen, die jetzt existieren, beispielsweise um den Erhalt von Arbeitsplätzen und der langfristigen ökologischen Planung der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt. Ein Beispiel, was gestern im Auftakt genannt wurde, ist Grandpuits, diese Raffinerie in Frankreich. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel, finde ich. Das ist von Total und dieser Konzern hat, das kennt ihr wahrscheinlich, so ein riesiger Ölkonzern. Und der hat wollte diese Raffinerie schließen in Frankreich mit so einem Greenwashing. Ne? Also gesagt, ja, das wegen der Umwelt und so weiter. Und gleichzeitig haben die eine Ölpipeline durch ein Naturschutzgebiet, in Mosambik war es, gebaut. Die Ölpipeline? Nein, das war Angola. Ah, in Angola, okay. Genau, also ein imperialistischer Konzern, so, der halt einfach dieses Greenwashing nutzt
Und die ArbeiterInnen haben dort, wenn es nach den traditionellen Führungen gegangen wäre, hat man die ökologische Frage gar nicht so mit einbezogen. Und eben die ArbeiterInnen, die dort waren, haben gesagt, nein, wir müssen das zusammendenken so und wir müssen gemeinsam mit der ökologischen Bewegung für den Erhalt unserer Arbeitsplätze kämpfen. So, das heißt, die Raffinerie soll nicht geschlossen werden von den KapitalistInnen, aber wir wollen das alles neu strukturieren, weil wir haben ja ein Interesse an der Ökologie. Und das Beispiel, was ein Genosse gesagt hatte dort, war, ja, wir atmen die Luft, so, die hier verschmutzt wird, und unsere Kinder baden irgendwie im Fluss, der verschmutzt wird. So, das heißt, wir haben ein Interesse daran. Und ich glaube, diese Beispiele sind sehr, sehr wichtig, weil sie aufzeigen, wir müssen über die vermeintlichen, direkten, betrieblichen Interessen hinausdenken und dann diskutieren, was das denn zusammen, wie das denn zusammenhängt mit dem Kampf für den Erhalt unseres Planeten. So. Und genau, also dieses Beispiel ist sehr, sehr gut. Genau, ein anderes Beispiel, was wir machen müssen, um eben diese Verbindungen zu schaffen, ist gegen den Raub an Land zum Beispiel von Indigenen und unterdrückten Völkern müssen wir das Recht auf Selbstbestimmung verteidigen von diesen Völkern und Nationen, wie es zum Beispiel unsere Genossinnen in Zanon gezeigt haben. Das ist eine Keramikfabrik in Argentinien, die jetzt unter Arbeiterkontrolle ist seit 20 Jahren, wo davor der Kapitalist den Mapuche, die indigene Nation dort, einfach das Land geraubt hat und dort Material herzubekommen für seine Keramik. Und die haben gemeinsam mit den ArbeiterInnen, wo viele unserer Genossinnen sind, diesen Kampf geführt und haben jetzt eine sehr, sehr gute Beziehung untereinander und handeln in einem Maße, wovon beide profitieren. So, weil es in dem Interesse von beiden ist. Und genau, eine andere Sache, glaube ich, für die wir auch eintreten müssten, ist im Stichwort der Migration und der Fluchtursachen so, also die Flucht und Migration aus Klimagründen direkt und indirekt wird sich sehr, sehr krass verstärken. Das sieht man schon jetzt, aber es wird sich unglaublich stark verstärken. Es gibt irgendwie also verschiedene Studien. Ich glaube, Oxfam spricht von 400 bis 800 Millionen in den nächsten Jahrzehnten, also sehr, sehr viel. Und jetzt wird auch schon versucht, vom Reformismus zum Beispiel, Arm gegen Arm auszuspielen. So, Wagenknecht, bestes Beispiel. Stell dich mal vor, wie das aussehen würde, wenn diese Migration sich noch viel mehr vertieft. Also wie wird dieser Rassismus von diesen Leuten aussehen? Du bist gerade schneller geworden, kannst du wieder ein bisschen langsamer sprechen. Ja, mach ich. genau. Problem aber nicht nur die Wagenknecht, sondern auch die angeblich gegen Rassismus sind, aber trotzdem abschieben. So. Macht jetzt nicht so den krassen Unterschied in der Hinsicht. Genau. Und wir müssen deswegen für offene Grenzen eintreten, für Bleiberecht für alle, aber auch vor allem dafür die Fluchtursachen zu bekämpfen. Und das bedeutet, den Imperialismus aus diesen Ländern rauszuwerfen. So. Und ich glaube, der Punkt ist auch wichtig, weil verschiedene Strömungen in der Linken, die sich so sehr einen starken Bezug auf den globalen Süden haben, nicht mehr an die Arbeiterklasse in Ländern wie Deutschland glauben. So, was erstens meiner Meinung nach eine Sackgasse ist, aus den Gründen, die ich davor genannt habe, wenn es darum geht, die Wirtschaft auf den Kopf zu stellen international. Aber andererseits liegt es ja an dem realen Grund, dass die Arbeiterklasse in Deutschland offiziell von Führungen wie dem DGB vertreten wird. So. Die jetzt nicht besonders antiimperialistisch sind, deswegen klar, dass das irgendwie dazu kommt und man muss eben diese Verbrüderung hinbekommen. So. Genau. Letztes Beispiel, dass ich glaube, dass wir ein Kämpfen von heute ansetzen müssen, so, um diese Sachen durchzubringen, das heißt beispielsweise am Bahnstreik. So, ganz aktuell, wer sich ökologisch nennt, muss, glaube ich, diese Bahnstreiks unterstützen. Und dort eintreten und nach außen sagen, wir verteidigen diese Bahnstreiks, weil wir wollen, dass die Bahn massiv ausgebaut wird unter Kontrolle der Beschäftigten und das eben so ein Programm entgegensetzen, die einfach die Autos verteuern wollen. So. Sondern mit den Arbeitern gemeinsam diese Kämpfe führen. Gleiches gilt zum Beispiel für Wohnen bei Deutsche Wohnen enteignen zum Beispiel. Also dass man diese Perspektive, ich glaube, wir müssen diese Perspektive mitdenken. Und letzten Endes aber geht es darum, die Machtfrage zu stellen, so, also zu schauen, wie kommen wir dahin, dass die Leute das Sagen haben, die auch gemeinsam demokratisch bestimmen können, eben die ArbeiterInnen, wie man diese Gesellschaft lenkt. Und ich glaube, mit dieser Perspektive müssen wir in diese Kämpfe reingehen. Und das bedeutet auch, mit den Leuten zu diskutieren, die eben gerade
entweder perspektivlos sind oder sich gerade fragen, wo sie ihr Kreuzchen machen und sagen, hey, lass einen Schritt drüber hinausdenken und lass tatsächlich fragen, wie wir dieses ganze System stürzen können und viele Teile unseres Planeten retten können. Genau, das wäre so mein Input. Ja. Das war's mit dem roten Faden. Bei Fragen, Kommentaren oder Wünschen schreibt uns gerne. Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich über Spenden, deshalb freuen wir uns, wenn ihr was dalasst. Wenn euch der Inhalt gefallen hat und ihr Lust habt, mit uns aktiv zu werden, dann meldet euch bei uns. Wir sind aktiv in Kämpfen der Jugend, in den Krankenhäusern oder in den Universitäten. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung.